Die Winterthurer Senioren müssen vielleicht schon bald den Gürtel enger schnallen. Einmal die, die bis jetzt Gemeindezuschüsse zu der AHV und IV bekommen haben. Der Stadtrat und der grosse Gemeinderat möchten, dass die bisherigen Zuschüsse für Lebensbedarf und Busabos wegfallen. Damit will die Stadt jährlich rund 2 Millionen Franken einsparen. Citrina Schaller. Um das grosse Loch in der Winterthurer Stadtkasse entlasten, will die Stadt jetzt auf dem Buckel der Schwachen sparen. Die Gegner der Volksinitiative sind entrüstet. Ich finde es ein Skandal, dass man jetzt einfach den Ärmsten im Prinzip das Geld wegnimmt, noch mehr wegnimmt von den wenigen, die es schon haben, und im Prinzip die Solidarität untergrabt. Der Stadtrat ist aber der Meinung, dass es richtig ist, bei den freiwilligen Leistungen Kosten zu sparen. Ich denke, angesichts der prekären Finanzsituation der Stadt Winterthur und steigender Lasten, auch im Sozialbereich, kann ich mir auch vorstellen, dass viele Leute das auch richtig nachvollziehen können, dass man da bei dem freiwilligen Teil der Sozialleistungen, die einzige freiwillige Leistung, dass man da eine Teilkürzung vornehmen muss. Winterthurerinnen und Winterthurer finden das den falschen Weg zum Sparen. Also ich halte sicher gar nichts davon, da ich so ein Grossverdiener war, oder? Dass es dann immer noch schlimmer wird mit Arm und Reich. AHV und IV sind die Leute, die es tüpft, die es nötig hätten. Da gibt es andere Orte zum Sparen. Ich finde das nicht gut. Ich finde es sehr schlecht. Das ist unglaublich, finde ich. Nein, man muss doch nicht an den Ärmsten sparen. Man soll doch dort sparen oder mehr einholen, dort, wo es gibt. Oder? Also man hat ja schon mal die Steuern gesenkt für die Reichen. Wieso tut man das nicht wieder rückgängig machen? Die Steuern wieder aufschrauben, das liegt auch im Interesse des Gemeinderat Reto Diener. Ja, man sieht, wenn man die Zahlen anschaut, ganz klar, dass die 2 Millionen, die man da jetzt sparen will, auf dem Buckel der Schwächsten, eigentlich mit 4 Kaffee Crème pro Jahr vom Mittelstand könnte finanziert werden. Das ist 1%, 1 Steuerprozent in Winterthur. Das entspricht etwa 20 bis 30 Franken, die man pro Jahr müsste aufwerfen als Mittelständler. Ich zum Beispiel würde das ungefähr zahlen. Der Reto Diener appelliert jetzt an die Solidarität der Bevölkerung und hofft, dass die Teilaufhebung der Gemeindezuschüsse am 12. April klar ablehnt.